GSX Pro und auftanken. Wie geht das? Wie machen wir es richtig? Wie kann der laden? Bei welchem Flugzeug muss ich was beachten? Das schauen wir uns alles mal heute an und damit viel Spaß, Freunde! Ja. Hallo liebe Flugsimulator-Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen hier zu einem neuen Helpdesk-Video auf meinem iFly-Kanal. Heute soll es um das Refueling gehen vom GSX Pro. Wie mache ich das alles richtig, wie funktioniert das alles, wie kann man da was einstellen und was hilft mir und was nicht. Also gehen wir einfach mal so jede mögliche Schritte durch. Kurzes Video, einfach nur so für euch so zum Anschauen, beziehungsweise auch vielleicht für ein bisschen Hilfe. Nun, wir fangen heute an mit der, ihr seht, wir befinden uns auf dem Airport hier wieder mal in Basel. Das ist so mein kleiner Lieblingsvorzeigeflughafen. Und wir haben gerade die 737-700er Version als Cargo hier stehen. Ihr seht, es gibt auch noch die 600er und die 800er. Auf die 800er will ich im Moment nicht eingehen, weil da gibt es noch kein richtiges Update für, dass das auch richtig kalibriert ist etc. Also so wie die 600 oder die 700er, die sind beide richtig kalibriert, die funktionieren beide gleich. Ich vermute mal, das ist einfach nur eine Update-Frage. Das muss dann noch entweder GSX patchen oder der PMDG, weiß jetzt nicht, einer von beiden. Ist sicherlich da etwas im Verzug. Kann natürlich sein, wenn ihr das Video seht, gibt es da schon das Update und alles funktioniert reibungslos. Also eben, wie schon gesagt, bin ich jetzt halt im Moment ein bisschen gehandicapt. Von daher die 700er und die 600er, wie schon gesagt, sind gleich. Vielleicht in dem Moment jetzt auch schon die 800er für euch. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall erst einmal bei der PMDG, wie das Refueling funktioniert. Und das ist relativ simpel in Anführungsstrichen. Das erste, was natürlich wichtig ist, nicht vergessen, ihr müsst auf dem richtigen Parkplatz stehen. Das heißt, der muss richtig konfiguriert sein und richtig kalibriert sein. Das seht ihr in meinen anderen Videos. Darauf will ich jetzt auch nicht gerade groß eingehen. Einfach nur für euch so zum, als Reminder, nicht vergessen, das Flugzeug muss auf dem offiziellen Parkplatz stehen und auch eben vom GSX-Menü erkannt werden. So, dann habt ihr zwei Optionen. Die einfachste Option ist hier Reload vom SimBrief. Dann könnt ihr einfach von eurem SimBrief die Daten hierher ziehen lassen und dann weiß der schon von vornherein, wie viel Kilo ihr brauchen werdet, beziehungsweise wie viel Tonnen Fuel etc., also sämtliche Cargo-Sachen und so weiter bleibt da drin. Also das ist die einfachste Variante, einfach auf Reload gehen und dann seht ihr auf der linken Seite, the loaded plan doesn't match SimBrief vom EDTP. Oh, hat er ein falsches, achso, stimmt ja, ich stehe auf dem falschen Flughafen, aber das ist nicht wirklich schlimm, wie schon gesagt. Einfach hochladen und dann solltet ihr natürlich auf dem richtigen Flughafen sein und dann weiß der von vornherein, wie viel ihr braucht. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann machen wir es, wie schon gesagt, wie jetzt manuell. Einfach Request Refueling. Dann wählt ihr aus, was ihr wollt, welchen Ground Handler. Hier ist es Swissport International. Und dann, please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Die Dame sagt es schon so schön, nichts machen, einfach warten, bis der Tanker hier da ist. Und da kommt er schon angetuckert. Und auch hier gibt es zwei Optionen. Da könnt ihr aussuchen. Entweder ihr wollt die langsame Variante, da dauert es realistische Zeit. Oder ihr wollt die schnelle Variante. Das könnt ihr einstellen, indem ihr hier einfach auf GSX Settings geht. Und dann hier bei Simulations gibt es hier diese Option Always Refuel Progressively. Also immer praktisch in Realzeit tanken. Fuel truck is in position. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. Ja, machen wir gleich. Wie schon gesagt, Always Refuel Progressively, da könnt ihr eben einstellen, entweder ihr wollt direkt oder langsam. Ich habe das jetzt hier an, damit ihr mal seht, wie das ist, wenn es langsam ist. Ich persönlich mag das langsam, aber ihr könnt es ausstellen und dann geht das irgendwie 3-4 Sekunden und dann ist der so voll, wie ihr das wollt, je nachdem, wie voll er davor schon war. So, und jetzt gehen wir hier hin. Ihr seht schon, das ist jetzt das FMC-System, über das hier müssen wir das steuern. Der tut automatisch, sobald der angedockt ist, zeigt er euch die offene, gibt er euch praktisch hier auf dem rechten FMC schon alles vor. Da müsst ihr eigentlich hier nur noch, also er bringt euch praktisch schon auf die Seite. Und dann müsst ihr hier nur noch eure gewünschte Füllmenge eingeben, 7500, einmal hier oben draufklicken und dann seht ihr, wie jetzt das Flugzeug betankt wird.
Und hier seht ihr auch, ganz langsam funktioniert das. Er tut euch jetzt praktisch die Differenz reinfüllen. Wenn ihr jetzt als Vergleich zum Beispiel, dieses Häkchen weggemacht hättet bei den GSX-Settings, dann kommt hier auch, glaube ich, sogar ein anderer LKW ran. Und dann seht ihr dann das Modeling ein bisschen besser. Aber bei dem hier gibt ihr einfach nur die Menge an und dann füllt er sie ganz normal rein. Also das dauert, wie schon gesagt, etwas länger, ist aber dafür ein Ticken realistischer, aber halt nicht wirklich modelliert, wie ihr seht. Ja, und wie ihr jetzt sehen könnt, kommt jetzt der Große angefahren. Und das ist jetzt das richtig Modellierte. Also ihr seht schon, wenn ich das rausnehme, dann weiß der praktisch genau, was er für einen LKW nehmen soll oder welchen er eher nehmen soll. Und ja, dadurch ist das halt anders modelliert, besser modelliert. Man sieht dann auch eben, wie er die Sachen alle, also eben hier die Schläuche reinsteckt etc. Das passt dann. Nur das Problem ist leider, dass die Betankung zu schnell geht. Also jeder, der die normale Füllmenge sehen will, der kann sie halt eben nur ganz kurz sehen, weil je nachdem ist das Flugzeug ruckzuck betankt. Das ist leider etwas schade. Sehen wir hier gleich, wie er es reinstellt. Und dann können wir es gleich eingeben. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. So, jetzt haben wir momentan 1000 drin und wenn ich dem jetzt sage, ich möchte sagen wir mal 12.000, machen wir mal ein bisschen mehr, damit ihr das sehen könnt. Ich klicke einmal hier drauf und dann seht ihr schon, der pumpt 0, nix, pumpt er das neu und schon ist alles voll. Und das war's dann. Am Schluss sehen wir hier 16.000 noch, was soll es kosten. Ist ganz nett gemacht mit der Rechnung. Aber das war es dann auch schon. Also so schnell geht das in der Regularität, weil das Problem ist halt, wenn wir das über diese Seite hier machen, füllt er das sofort auf. Und man kann den halt nicht sagen, er soll langsam machen. Also beziehungsweise ich habe es noch nicht rausgefunden. Vielleicht wisst ihr ja ihren kleinen Trick. So, das war die PMDG. Dann wechseln wir mal schnell zur Phoenix rüber. So, jetzt bin ich hier auf Leipzig, habe ich mal gerade hier hochgeladen und wir schauen uns das jetzt mal mit der Phoenix hier mal schnell an. Reload Sim Brief. Und da haben wir es gehört, auf der linken oberen Seite hat er alles hochgeladen, seht ihr jetzt vermutlich nur zur Hälfte. Aber eben, so muss das klingen und dann hat er das auf jeden Fall komplett verstanden. Das macht das auf jeden Fall einfacher, denn jetzt müsstet ihr von hier aus nur noch, seht ihr auch schon hier Sim Brief okay, dann müsstet ihr eigentlich nur noch auf jeder einzelne Request Boarding und so weiter gehen und dann macht ihr euch exakt die richtige Menge wie im Simbrief angegeben. Also das macht es einfacher. Wir gehen jetzt hier mal auf Refueling und dann sagen wir Default, nehmen wir meinetwegen Condor. Wichtig ist nur, ihr müsst schauen, dass eben wie ihr das Flugzeug laden möchtet. Also ihr geht jetzt gleich mal hier hin, dann werdet ihr sehen. Wir gehen jetzt hier nochmal schnell auf, schauen wir trotzdem mal, was der Messer ist ja genau, dann haben wir das hier ordentlich eingestellt. Hier sind auch schon sämtliche vom Simbrief übernommenen Daten da. Und wenn wir jetzt auf Load die Aircraft gehen, kommt, stellt sich jetzt ebenfalls die Frage, wie lange er braucht. Auch das sind klassische Fragen gewesen. Warum dauert das so lange, bis sie da sind? Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt einen Airport und auf jedem Airport ist ein Punkt angegeben, an dem hier, beziehungsweise es werden jetzt zwei Punkte sein, an dem ja, der Ausgangspunkt ist der Fahrzeuge. Was also bedeutet, wenn ihr jetzt den Catering holt oder auch hier jetzt, wie zum Beispiel jetzt hier die, den Tankwagen, dann kommt ihr von einem bestimmten Punkt. Und je weiter ihr davon entfernt seid, desto länger dauert es natürlich. Also in dem Fall kommt der jetzt hier, wird er jetzt hier rausfahren. Das ist theoretisch sogar, meine ich sogar richtig, weil hier hinten befindet sich die ganzen Hangarfahrzeuge. Also ihr seht auch schon hier die Servicefahrzeuge. Und deswegen fährt er hier jetzt praktisch den Weg ab. So, 100 Jahre später, da ist er dann. Fuel truck is in position. Wahnsinn. So, 2,9 und hier sagen wir mal das. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. Load aircraft. Last time, real time. Jetzt hat. Naja, und da könnt ihr sehen, wenn ich also Realtime benutze, hier klappt's.
dann macht er das ebenfalls in Echtzeit angegeben. Oder ich sage 9 Minuten, dann hat er es in 9 Minuten gefüllt. Also, wie schon gesagt, mit der Phoenix geht das besser. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es bei der PMDG eine Einstellung, wo es eben auch länger dauert. Das kann ich leider nicht sagen. Aber jedenfalls läuft das dann so ab. Wie schon gesagt, er weiß jetzt Bescheid, wie viel ihr braucht. Ihr übernimmt es vom SimBrief und dann ist es auch eigentlich relativ einfach. Ihr geht dann auch bei Requestboarding einfach nur auf das normale Requestboarding. Und dann habt ihr ebenfalls die gewünschte Menge in eurem Flugzeug drin. Also auch das passt einwandfrei. Und von daher würde ich sagen, ist das doch soweit so gut. Ja. Welche Einstellung ihr noch habt, wäre hier einmal den Underground Refueling zu machen. Wenn wir hier hingehen auf unserem GSX Customization von dem Parkplatz oder beziehungsweise auf der Parkposition, wo ich befindet, könnt ihr eben das hier noch einführen, Underground Refueling, und sagen hier Apply. Dann seht ihr hier den Underground Refuel Point. Das ist da, wo der den Schlauch praktisch reinsteckt. Da kommt er mit seinem kleinen Fahrzeug wie hier hinten, fährt hier ran und dann habt ihr praktisch, auf dem Fahrzeug ist nur die Pumpe und dann pumpt ihr praktisch aus dem Tank direkt ins Flugzeug rein. Da ist dann nochmal der Unterschied, was das Refueling selbst betrifft. Ja, und damit, Freunde, war es das dann auch schon. Ihr könnt ja mal getrost die offenen Türen ignorieren. Damit war es das dann auch schon hier mit meinem kleinen Fueling-Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Ihr habt ein bisschen was gesehen. Ja, wie schon gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, gerne rein in die Kommentare unten. Es gibt dann noch, wie schon gesagt, mehrere Videos. Schaut die euch auch gerne an. Da gehe ich dann einzeln auf jede einzelne Kategorie ein von den Optionen oder von den Sachen, die es gibt im GSX. Bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Und immer schön brav weiter fliegen. Bis dann, euer Blade Runner.